Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. In dem heutigen Zombie-Video möchte ich euch zeigen, wie ihr alle 12 geheimen Dark Ops-Herausforderungen bzw. Visitenkarten freischalten könnt. Mit jeder Freischaltung der Visitenkarte bekommt ihr zusätzlich noch eine gewisse Summe an XP. So, fangen wir an mit der ersten Visitenkarte, Another Round. Hierfür müsst ihr einfach 100 Runden abschließen, also ihr müsst bis zur Runde 100 einspielen und dann bekommt ihr diese Visitenkarte. Die nächste Visitenkarte, Leute, bis an die Zähne bewaffnet, bekommt ihr, indem ihr alle eure beiden Waffen zweimal verbessert. Ihr braucht 6 aktive Perks und ihr müsst auf die Waffen noch Munitionsmodifikationen draufpacken. Also diese elementare, Leute. So, die dritte Karte ist die Box Addicted. In einem Game müsst ihr aus der Kiste jede Waffe einmal gezogen haben. So, als nächstes kommt die Visitenkarte Checkmate. Hierfür müsst ihr in einem Game in der Missionsmaschine, die im Kontrollzentrum ist, Leute, alle 26 Missionen einmal aktiviert haben. Dabei ist es auch völlig egal, ob ihr die Mission auch wirklich erfolgreich abschließt oder einfach die Zeit ablaufen lässt. Einfach in einem Game alle 26 Missionen aktivieren. Event Unleashed bekommt ihr fürs Abschließen des Haupt-Easter Eggs. Die nächste Visitenkarte gut genug bekommt ihr, wenn ihr Runde 20 erreicht mit eurem Startloadout. Das heißt, mit den Waffen bzw. mit der Klasse, mit der ihr ins Spiel joint, ohne die Waffe irgendwie verbessert zu haben oder sonstiges. Und dann kommt Social Distancing. Hierfür müsst ihr Runde 20 erreichen, ohne einen einzigen hinzubekommen. Also Leute, diese Visitenkarte und die davor könnt ihr ganz leicht mit einem Glitch in einem Game abschließen. Ich werde euch das oben in der Infokarte verlinken. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr vorbeischauen und vielleicht hilft euch das ja weiter, Leute. So. Harbing of Doom. Hierfür müsst ihr 50 Kills in einem einzigen Support erreichen. Das heißt einfach nur, ihr wisst ja, wenn ihr viele Kills macht hintereinander, dann habt ihr rechts die Benachrichtigung, wo immer steht, wie viele Punkte ihr bekommen habt und welche Zombies. Und da müsst ihr das einfach 50 Mal hintereinander bekommen. Und das schafft ihr am besten in hohen Runden, wenn ihr viele Zombies habt, mit der Kriegsmaschine oder mit der Wunderwaffe. Danach kommt die Visitenkarte Invincible. Hierfür müsst ihr Runde 30 erreichen, aber ihr dürft während der ganzen 30 Runden nicht einmal down gehen. The Anvil. Hierfür müsst ihr in Runde 11 das Spiel verlassen bzw. die Evakuierung starten und dürft während das ganze Game nur euer Messer benutzen. Ihr dürft nicht schießen, ihr dürft keine Nukes benutzen, ihr müsst nur mit eurem Messer spielen. Rüstet euch euer Messer in eure Klasse aus, kauft euch einen Juggernaut. Am besten nehmt euren Ätherschleier mit und baut euch ein Schild zusammen. Dann müsste das alles viel einfacher gehen, Leute. Reaper of the Undead. Hierfür müsst ihr einfach 1 Million Kills schaffen in Zombies. Falls ihr das Spiel so suchtet wie ich, werdet ihr das früher oder später auch schaffen. Unberührtes Fell. Um diese Visitenkarte zu bekommen, müsst ihr den Arcade-Modus flawless abschließen, Leute, ohne einmal zu sterben. Und die nächste Visitenkarte, König der Silberrücken, bekommt ihr, wenn ihr im Arcade-Modus einen Rekord von 999.999.999 aufstellt. Und wenn ihr dann alle 11 Visitenkarten habt und die Herausforderung abgeschlossen habt, bekommt ihr als Dankeschön 10.000 XP und dann diese animierte Visitenkarte Dark Ops Meister. Das war's dann auch schon mit dem Video, Leute. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wenn ihr noch Fragen habt, Leute, fragt mich in den Kommentaren. Ich werde auf jede Frage eingehen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Viel Spaß. Ciao.